Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von State of Survival. Und heute geht es um die Influencer-Falle, ein wichtiges Event, an dem du so oft wie möglich teilnehmen solltest. Und ich habe wie immer ein paar Tipps und Tricks, damit du das möglichst erfolgreich bestreiten kannst. Hier oben bei Events findest du auch die Influencer-Falle. Die kann alle 2 Tage geöffnet werden. Voraussetzung ist, dass du in einer aktiven Allianz bist, wo es auch Leute gibt, die das machen, und zwar R5 und R4 können das öffnen. Und es müssen 100 Energiezellen gespendet werden. Das kann man hier über diesen Spendenbanden machen, und wenn die voll sind, dann kann man sie aktivieren. Nach Aktivierung läuft dann immer eine Abklingzeit. Alle 2 Tage zu einer festen Zeit kann man die starten. Es ist ein bisschen unter 2 Tagen der Cooldown. Und ja, am besten du fragst mal in deiner Allianz, wann das ist. Manche haben das auch auf dem Allianz-Board stehen, also hier oben. Und andere haben das, machen hier so eine Markierung. Das haben wir zum Beispiel. Ich hoffe, das leckt nicht zu sehr nachher bei der Falle. Warte mal, das ist das Hauptquartier. Wo ist die Falle? Hier steht das dann. Und auch wenn man die Falle hier anklickt, kann man auch direkt spenden. So. Man kann auch spenden, wenn das schon voll ist. Der Vorteil beim Spenden ist, selbst wenn du nicht dran teilnimmst an der Falle, kriegst du, sofern die Falle erfolgreich von deinen Allianzmitgliedern bestreitet wird, kriegst du die Siegbelohnungen. Was auch schon mal nicht schlecht ist. Und wenn du hier spendest, kriegst du quasi die Allianz-Währung, mit der du im Shop einkaufen gehen kannst. Meistens hat man mehr als genug von diesen Energiezellen, von daher sollte man das ruhig, kann man das ruhig machen. Zwischendurch mal machen, wenn du dran denkst. Und dann bringt dir das auch was hier bei der Allianz-Währung. So, das ist das hier oben. Das ist nämlich wichtig, weil hier kannst du zum Beispiel die Talentpunkt-Zurücksetzung kaufen. Und die wäre wieder wichtig, weil wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne so stark wie möglich sein bei der Influencer-Falle, um da die besten Punkte rauszuholen, dann ist eine Möglichkeit, wie so oft hier deine Talente auf Krieg zu skillen. Wie gesagt, normalerweise sage ich ja, bleib auf Wirtschaft. Ich habe keine Lust, alle 2 Tage zurückzuskillen. Das wäre mir dann auch ein bisschen zu teuer, und die Talentpunktzurücksetzung will ich so oft eigentlich nicht einsetzen. Aber hin und wieder mache ich es dann doch. Diesmal habe ich es gemacht, weil ich auf Krieg geskillt habe, um beim Allianzkrieg nachher mich zu registrieren, meine Truppen zu registrieren, und da möchte ich gerne auf Krieg geskillt sein, um da ein bisschen besser zu sein. Also ich habe hier einfach alles auf Krieg geskillt, und ich habe geskillt auf Jäger hauptsächlich. Also geguckt, dass ich meine Punkte so verteile, dass immer wo es geht, ich die Jäger geboostet habe mit Tödlichkeit und Angriffskraft und so weiter. Weil ganz wichtig, bei der Falle, Infanterie macht keinen Schaden. Das heißt, nutze bitte keine Infanterie. Infanterie, das sind die Truppen, wenn du hier auf Armee gehst. Das sind die hier, das ist die Infanterie. Und die solltest du nicht nutzen, ja. Und ja, ansonsten ist mein Eindruck auch, dass es am meisten bringt, zumindest wenn man den Rallyes beitritt, wenn man nicht selber Rallyeführer ist, wenn man Jäger mitnimmt, möglichst nur Jäger. So, wir gehen jetzt hier nochmal rauf. Und damit ich direkt losstarten kann, habe ich hier verschiedene Truppenformationen, und ich setze mir eine, und zwar die beste in der Regel, oder zumindest eine Truppenformation auf die 3, mit der fange ich an, dann den Rallyes zu joinen. Und ihr seht schon, ich habe hier wirklich nur Jäger drin und ein paar Fahrer, damit ich die voll kriege. Warum habe ich keine T10, obwohl ich die bauen kann? Keine, nicht die besten Truppen. Weil bei der Falle, zumindest aktuell, ist es so, dass die T9-Truppen mehr Schaden machen als die T10. Deswegen würde ich auch die 9er nie komplett upgraden und immer gucken, dass ich einen ordentlichen Satz
T9-Jäger habe für die Falle tatsächlich. Dann das Weitere ist es wichtig, dass man an erster Position entweder den Sarge nimmt. Der hat nämlich hier eine Eigenschaft, die dann aktiviert wird, wenn man der Rally joint, erhöht den Truppenschaden um 25%. Also Sarge und dann hier möglichst diese Fähigkeit auf Maximum Level 5. Oder Eva, die hat das gleiche mit Spinnenstacheln, aber kommt auf selber raus, 25% mehr Truppenschaden. Oder die nächste Alternative ist hier die Zoe, die macht das auch. Also Sarge, Zoe oder Eva auf Position 1. Und dann unterstützen die ja auch jeweils die Jäger. Und deswegen habe ich dann Jäger auch hauptsächlich drin, in meinem Fall. Ja, das wäre so mein Tipp. Und dann gehen wir gleich in den Kampf, wenn es losgeht. Und dann, wenn ich mit der Formation gejoint bin, dann mache ich mir noch eine zweite Formation fertig. Werden wir uns gleich anschauen. Wichtig ist, es kommt natürlich auch drauf an, was hast du für einen Weg zur Falle. Ich stehe jetzt in 1, 2, 3, in vierter Reihe zur Falle, also relativ weit weg. Es macht Sinn, eure Allianz so zu organisieren, dass natürlich die starken Leute, die eine hohe Rallye-Kapazität haben, wir sind jetzt hier fast alle auf 30 und haben die Maximum Rallye-Kapazität, uns ist das nicht mehr so entscheidend, aber wenn ihr noch kleinere Allianzen seid oder in kleineren Allianzen, macht es Sinn, dass die Leute mit einer großen HQ-Stufe und natürlich dann mit einer entsprechend hohen Kommandostationsstufe und dann hier eben die Kommandostation, also Sammelpunkt und Kommandostation, möglichst so hoch wie das HQ-Level, weil das beeinflusst ja die Rallye-Kapazität. Habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Gerne mal reinschauen. Und deswegen ist das natürlich wichtig, dass die Leute, die viele Leute in ihre Rallye nehmen können, nah hier an der Falle dran sitzen. Möglichst erste Reihe. Zweite Reihe ist auch noch okay. Und die sollten möglichst dann auch wirklich sagen können, okay, ich bin alle zwei Tage um 20 Uhr oder um 21 Uhr oder auf welche Zeit auch immer ihr euch einigt, bin ich online und kann dann auch die Rallye starten. Weil gerade in den höheren Leveln ist es schon gut, möglichst viele Rallyes zu starten. Man kann noch bis maximal dritte Reihe Rallye starten. Allerdings kommt man dann schon wieder in Probleme, weil die Rückläufzeit von der Falle dann ins HQ doch relativ lang ist und dann verschieben sich die ganzen Startzeiten. Ja, und dann muss man als Allianzführer oder R4 oder wer auch immer verantwortlich ist bei euch für die Organisation der Falle, eben schauen, dass das so organisiert wird, baulich. Und da muss man sagen, hier, das ist die Reihenfolge, die wir starten wollen. Und man kann entweder mit zwei Leuten gleichzeitig starten und dann einen Versatz von 30 oder 40 Sekunden haben. Eine andere Möglichkeit ist es auch, man startet immer nur mit einem. Ja, wenn das gerade hier noch, wenn das niedrigere Level sind, die ihr macht, reicht es dann auch, wenn ihr mit einem startet und 30 Sekunden dann natürlich der nächste. Also, und dann muss man das so ein bisschen durchspielen. Wir haben mittlerweile so hohe Levels, dass ziemlich viele Rallyes eigentlich gleichzeitig sind und dann macht es auch wirklich Sinn, mit diesen zwei Märschen sich die zu präparieren. Da kommen wir auch gleich noch zu, wie das in der Praxis aussieht. Hier sehen wir schon, wir starten immer mit zwei Leuten gleichzeitig, die dann einen Abstand von 30 oder 40 Sekunden haben. Was ich jetzt für die Falle noch mache, ist, ich aktiviere das Talent Gewaltiger Marsch. Das starte ich schon mal. Geht's los? Also das kann man dann schon mal starten. Zack. So, das läuft jetzt 30 Minuten genau für die Falle. Und dann gehe ich hier schon mal rein. Gehe hier auf Krieg. Und dann geht's gleich los, Freunde. Da muss man nämlich warten, bis die Falle startet. Dann kommt hier gleich so ein Zeichen. Und dann sollten auch die ersten Rallyes aufgehen. Und dann sollte man den auch
beitreten. Schauen wir mal. Gucken wir nochmal die Reihenfolge an. Okay, alles klar. Es geht los, die Falle hat geöffnet. Jetzt sollte hier gleich die erste Rallye erscheinen. Und der möchte ich dann möglichst auch beitreten, wenn es denn geht. Mit Marsch 3, das klicke ich hier raus. Oh. Das laggt. Okay. Aber ich sollte, ich habe es geschafft, ich bin drin mit all meinen Truppen. Wenn ich die nicht unterbekomme, ist der Vorteil bei der Truppenformation, die ich vorgefertigt habe, dass er mir dann auch gleich sagt, hier ist nicht mehr genug Platz in der Rallye. Und dann gehe ich in eine andere, weil ich möchte gerne meine volle Stärke in jeder Rallye drin haben. So, und jetzt gehen wir hier wieder drauf und formieren uns unseren zweiten Marsch. Zweite Truppenformation. Hier mache ich jetzt die gute Zoe an erste Stelle, weil die besser ist als meine Eva. Platz 2 und 3 macht nicht so viel aus. Da sollte ich eben einen starken Infanteristen nehmen und noch einen starken, der eben die Fahrer unterstützt. Und das sind aber die stärksten, die ich habe. Und das ist die Menge an Truppen, die ich mitnehmen kann. Aber zwischendurch ein bisschen gelevelt. So. Das heißt, ich nehme wieder die restlichen Jäger mit, die ich noch habe. T9 in dem Fall. Maximal. Und um das aufzufüllen, fülle ich wieder mit Fahrern. Da ich meinen zweiten Marsch, der sogar stärker ist als der dritte. Eigentlich ist der dritte immer stärker als der zweite, aber ist egal. Ganz egal ist es nicht, aber also für mich jetzt. Solltet euch vielleicht ein bisschen merken, was ist der stärkere Marsch. So, dann haben wir das auch. Und dann sehen wir hier oben die Zeit ablaufen. Das ist jetzt quasi meine die erste Rallye, wo ich ja drin bin. Und in der Zeit kann man jetzt nicht viel machen. Die Zeit läuft runter. Das sollte man sich so ein bisschen im Blick behalten. Es geht jetzt hier eine halbe Stunde. Da unten ist nochmal der Countdown. Und entspricht ungefähr jetzt hier auch meinem Talent. Also da werde ich bis zum letzten ganz gut was erreichen können. Und wir lassen das jetzt hier runter tickern und dann geht's weiter mit unserem Marsch 2. So, wir sind jetzt hier so bei 28 Sekunden. Da fange ich schon mal an, einmal zu gucken, welcher potenziellen Rallye ich denn dann folgen könnte. Das heißt, hier könnte ich reingehen, ne, von der Zeit her, oder auch hier, oder hier. Hier scheint auch noch Platz zu sein. Das heißt, das hier ist mein Ziel mit Truppenformation Nummer 2. So, jetzt startet gleich die Rallye los. 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1 und wenn es nicht so laggen würde, könnte ich jetzt hier wieder beitreten. Ja, und jetzt war ich halt zu langsam, weil das Spiel gelaggt hat und deswegen komme ich hier nicht mehr rein. Und gucke ich hier nochmal schnell, ob ich reinkomme. Das ist zu wenig Zeit, 36 Sekunden, schaffe ich also auch nicht mehr. Dann muss ich hier reingehen. Ja, ist der Vorführeffekt, das passiert halt. Ist natürlich schade, weil ich weiß so ein bisschen, in wessen Rallye ich den meisten Schaden mache. Und das hier wäre schon nochmal nice gewesen, da reinzukommen. Aber ist nicht so schlimm. Es laggt halt. Das ist häufig so bei der Falle leider. Muss man auch mit gelegentlichen Abstürzen rechnen. Und das muss man eben in die Kalkulation mit einbeziehen. So. Während die jetzt nämlich in der Rallye sind und ich
möglichst schnell wieder einer weiteren Rallye gejoint, habe mit meinem zweiten Marsch, und das habe ich deswegen gemacht, weil der erste Marsch ja noch auf dem Rückweg war zu mir. Wir erinnern uns, ich stehe in Reihe 4, also nicht so wahnsinnig nah dran. Und jetzt bin ich mit Marsch 2 unterwegs und Marsch 3 ist wieder frei. Zähle hier wieder runter. Und ich kann aber immer nur einen Marsch gleichzeitig haben. Deswegen zähle ich halt runter. Und der rennt jetzt da schon hin, braucht 43 Sekunden, bis er da ist. Und in der Zeit laufen die anderen Truppen nämlich zurück. Und ich kann nahtlos immer einen Marsch nach dem anderen in die Rallyes packen und auf die Falle schicken. Das ist eigentlich so, ja, der Trick an der ganzen Sache. Und jetzt kommen meine Truppen an, sind jetzt in der Rallye. Die ist auch gleich wieder am Loslaufen. Und das Ganze machen wir jetzt einfach, bis die Zeit runtergelaufen ist. In der Zwischenzeit können wir uns hier einmal kurz angucken, was ich so für Schaden gemacht habe. Wir erinnern uns, das ist der schwächere Marsch mit Trupp 3. Das ist der stärkere Marsch mit Trupp 2, macht trotzdem weniger Schaden. Und das liegt einfach an dem Rallye-Führer. Das ist wieder Trupp 3, ne, mit der kleineren Marschkapazität. Macht hier deutlich weniger Schaden als zum Beispiel beim ersten Mal. Wie gesagt, deswegen ist es einfach enorm wichtig zu wissen, wer macht hier gut Schaden, wer kann gut Rallyes aufmachen. Und das liegt natürlich daran, wie die Heldenausrüstung ist, wie die Helden sind, wie die Leute geforscht haben, damit sie in der Rallye möglichst viel Schaden machen. Ja, und dass sie das selber beherzigen, auch mit den Helden. Ganz wichtig. So, und das war's gewesen. Die Influencer-Falle ist besiegt und ich bin auf Rang 1, obwohl es zwischendurch wirklich übelst gelaggt hat und ich so ein paar Rallyes nicht machen konnte. War ein knappes Ding. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, was gibt es für Belohnungen? Und es gibt Heldenausrüstungsteile, die kann man immer gebrauchen. Die Entwürfe für die Heldenausrüstung sind auch sehr wichtig. Natürlich ein bisschen Allianz-Ehre und Rohstoffe. Und das ist die Belohnung, die du auch bekommst, wenn, wie gesagt, der Influencer besiegt wird, du aber nur gespendet hast, nicht dabei sein konntest, dann bekommst du diese Belohnung aber trotzdem. Deswegen quasi immer für die Influencer-Falle spenden, mindestens einmal alle 2 Tage, aber gerne auch ein bisschen öfter. Das bringt deine Allianz auch nach vorne, weil es eben deine Allianz, diese Allianz-Währung gibt und dir natürlich auch. Also das ist die für die Allianz, Allianz-Fonds, damit man den Allianz-Shop füllen kann. Und das ist, damit du ihn dann nähren kannst mit deinem Ersparten. Und die Eva-Fragmente, ja, aber das hier ist natürlich eine feine Sache und das kann man alle 2 Tage mitnehmen. Und das solltest du auch tun. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen in Bezug auf die Influencer-Falle. Wenn du noch Hinweise hast, Tipps, Ergänzungen, wie immer, haus in die Kommentare. Wenn ich irgendwas falsch erzählt habe, wie gesagt, das war jetzt hier wieder so ein Live-Kommentar. Von daher kann da in der Hektik der Dinge auch mal das ein oder andere untergehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüss, dein Lumi.